Schwächen. Klatscht dann aus Höflichkeit und um sich quatsch zu machen, indessen ist man ganz munter geworden. Was kommt jetzt, fragt man sich. Die ungetreue Zerbinetta und ihre vier Liebhaber, ein heitres Nachspiel mit Tänzen, leichte gefällige Melodie, eine Handlung klar wie der Tat. Da weiß man, woran man hieß, das ist